Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Kair und Muhammad Fahad al-Qahtani sind drei der bekanntesten Menschenrechtsaktivisten Saudi-Arabiens. Sie arbeiten unermüdlich dafür, das totalitäre System ihres Landes mit friedlichen Mitteln zu reformieren. Sie fordern Gewaltenteilung und die Gleichheit aller, einschließlich der Abschaffung der männlichen Vormundschaft, die den Frauen ihre grundlegendsten Rechte nimmt. Als Folge ihres mutigen Einsatzes wurden sie zu 10 bis 15 Jahren Haft verurteilt und sind derzeit alle inhaftiert. Ihr visionärer und integrativer Ansatz zur Gestaltung einer positiven Zukunft für ihr Land ist für viele Menschen in Saudi-Arabien und der gesamten Golfregion eine große Quelle der Hoffnung und Inspiration.